Hallo und willkommen zu diesem Video. Ja, tatsächlich, ihr hört es, ich lebe noch. Ich hatte wirklich nicht geplant, jetzt seit 5 Monaten nichts mehr hochgeladen zu haben. Aber die Sache war, ich hatte sehr viel zu tun für die Schule. Ich habe auch auf jedes Kommentar geantwortet. Also auf Kommentare antworte ich immer, auch wenn ich nichts hochgeladen habe. Und ja, heute wollte ich mal so ein kleines Infovideo machen, wie es mit dem Kanal weitergeht. Also ich hatte das schon sehr lange geplant, aber durch das Update letzte Woche von Star Stable hat es sich nochmal alles umgeworfen, weil ihr seht es hier schon, der Game Guard wurde hinzugefügt zu SSO. Und das hier ist jetzt der englische Post. Ich habe ihn nur auf Deutsch übersetzen lassen und der kommt einfach auf die englische, wenn normalerweise seht ihr ja hier das. Also hier, normalerweise, ja, das auf Deutsch hier. Und da kann man tatsächlich auch nicht das sehen. Also, das ist bescheuert gemacht von Star Stable. Aber ihr müsst einfach nur hier oben auf Sprache klicken, dann auf Englisch klicken. Und ich übersetze es mir nochmal hier. Und dann ist das hier unten. Also, dann könnt ihr es jetzt auch nochmal durchlesen. Aber Fabi hat auch sehr schöne Videos dazu gemacht und noch ganz viele andere YouTuber. Ich habe mir jetzt nur die von Fabi angesehen. Die verlinke ich euch hier oben rechts mal, weil ich fand die auch wirklich sehr hilfreich, weil dieser Artikel zum Teil auch etwas kompliziert geschrieben ist. Und ja, auf jeden Fall, wie geht's jetzt weiter mit dem Account? Ihr seht es schon, der Game Guard wurde hinzugefügt. Und das ist halt ein Anti-Cheat-Programm. Ich werde es jetzt nicht nochmal alles erklären, das hat Fabi wunderbar gemacht. Und ich habe mich auch jetzt nicht so viel damit beschäftigt wie er. Aber auf jeden Fall soll das Cheaten und Hacken in Star Stable verhindern, was es anscheinend nicht immer tut, wie man in Australien sieht. Aber auf jeden Fall lädt sich das halt seit Mittwoch selbstständig auf euren Computer runter, wenn ihr Star Stable aktualisiert. Ich habe es nicht aktualisiert zum Glück, weil ich eh zurzeit so gut wie gar nicht in Star Stable bin, nur ab und zu mal kurz zum Klettern. Und zwischen Januar und Mai gar nicht drin war. Also wirklich gar nicht. Und dann ab Mai so ein bisschen. Aber halt nicht wirklich viel. Und dieses Anti-Cheat-Programm installiert sich halt auf eurem Laptop. Von selbst ist auch da, wie ich es verstanden habe, nicht mehr runterzubekommen, was ich extremst bescheuert finde. Muss ich ganz ehrlich sagen, es tut mir leid. Und ist halt ein laufender Prozess. Das heißt, wenn ihr eh schon einen langsamen Laptop habt oder wenn SSO bei euch eh schon hängt, dann hängt es dadurch nur noch mehr. Also ich habe es, wie gesagt, nicht runtergeladen, zum Glück. Und weil SSO hat ja bei mir schon jetzt Zeit gehangen. Also das war ja schon vorher mit der Aufnahme schlimm, weil es ständig gehangen hat. Deswegen habe ich auch keine Streams gemacht. Und sie sagen hier zwar, dass Game Guard sicher ist und dem Computer nicht schadet, aber es stimmt so nicht, weil wie man in Fabis Video erfahren hat, hinterlässt das Hintertüren auf eurem Computer, sodass er leichter gehackt werden kann und andere Leute leichter in euren Computer rein können und es verlangsamt ihn halt, weil es ein laufender Prozess ist. Und aus diesen zwei Gründen werde ich es nicht runterladen lassen. Und deswegen heißt es für mich, dass ich auf dem Laptop erstmal jetzt kein SSO mehr spielen werde, bis sie es entweder runtergenommen haben oder irgendwas anderes passiert und ich es halt immer versuchen werde, auf dem iPad zu spielen. Weil wenn es da jetzt nicht drauf ist, dann werde ich es auf dem iPad weiterspielen. Wenn man es da auch runterladen muss, dann mache ich es definitiv nicht, weil es ist mein Schul-iPad. Und ja, falls immer mal die Handy-Version für Android rauskommt, schaue ich mal danach. Aber ja, was heißt das? Es werden, zumindest bis ich herausgefunden habe, ob man es auf dem iPad spielen kann, keine SSO-Videos von mir kommen, da ich nicht meinen Laptop damit belasten möchte, dieses Programm zu haben. Ich habe auch noch in der einen Gruppe, ich bin ja in mehreren Star Stable Gruppen immer und hier habe ich das mal so ein bisschen geordnet. Es sind drei Screenshots. Hier links ist der erste Teil, rechts ist jetzt in der Mitte der zweite und rechts der dritte. Da hat eine Person nochmal erklärt, was dieses Anti-Cheat-Programm genau macht. Und als ich mir es durchgelesen habe, wusste ich, ich will es nicht drauf haben. Also, ich möchte
kein Programm wirklich drauf haben, das alles auf meinem Computer kontrollieren kann. Und ich mache das Video hier nicht, um Panik zu schüren. Ich möchte euch nur verständlich machen, warum ich keine SSO-Videos mehr in nächster Zeit machen werde. Zumindest bis ich herausgefunden habe, ob das auf dem iPad geht oder nicht. Und ich habe auch jetzt schon in den Kommentaren bei Fabis Videos und noch ein paar anderen noch gehört, dass viele Leute auch überhaupt Probleme haben, in SSO reinzukommen oder Screenshots nicht gespeichert werden oder so. Und das will ich meinem Laptop einfach nicht antun. Und deswegen werden es keine SSO-Videos in nächster Zeit geben. School of Dragons werde ich in den nächsten Tagen noch hochladen, da ja auch gerade das die Tauwetterfestspiele laufen. Da ich ja in letzter Zeit eh kaum Zeit hatte, irgendwas zu spielen, wegen Schule und auch noch dem Fernseher, mit dem ich bin, dazu kommen wir gleich noch, war es jetzt eh nicht so viel mit Spielen. Ich werde noch ein bisschen was im School of Dragons machen, damit ich da wenigstens noch den Fluganzug bekomme, aber das war es dann auch. Und jetzt kommen wir zu der anderen Sache. Und zwar bin ich seit letztem Jahr August und seit diesem Jahr, ja, nein, letztem Jahr Dezember in einem Fandom und das heißt Once Upon a Time. Ich liebe diese Serie so abgrundtief und habe auch, wie man sieht, hier sehr viele Playlists dazu auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Pinterest, überall. Ich liebe diese Serie wirklich sehr. Und ich werde jetzt im Hintergrund mal so ein paar Bilder davon laufen lassen, dass ihr wenigstens was im Hintergrund sieht. Und während ich ein bisschen darüber rede, was noch auf diesem Kanal kommen wird, außer School of Dragons und irgendwann mal wieder SSO-Videos. Also generell zu, ich lasse erstmal hier ein Lift im Hintergrund laufen, weil es gibt so viele schöne Videos davon, also wirklich Once Upon a Time Editoren sind so verdammt talentiert. Und ja, ich liebe diese Serie, ich verbringe meinen ganzen Tag damit wirklich. Ich habe so viele tolle Freunde auf Instagram und überall gefunden, mit denen ich auch tagtäglich schreibe. Ich editiere auch zum Teil selbst. Also ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich sehr aktiv bin und auch Edits zu dieser wunderbaren Serie hochlade. Und diese Edits werde ich dann auch auf YouTube hochladen, weil ich es wirklich liebe. Komplette Song-Edits zu machen, also Songs. Und dazu halt die passenden Szenen, so wie das, was ihr jetzt hier seht. Ihr habt leider keinen Ton, weil es mit dem Copyright leider nicht klappt. Aber ihr könnt euch das im Nachhinein anschauen. Ich mache den Link in die Videobeschreibung und auch hier oben rechts. Es heißt einfach Once Upon a Time I Lived. Und es zeigt halt ziemlich viele Szenen schon. Man kann diese Show nicht in einem Video zusammenfassen, es geht nicht. Es gibt Familienvideos, es gibt Actionvideos, es gibt so viele verschiedene Videos davon. Also es gibt Family Tree Videos, Secrets, also Geheimnisse darüber, was es gibt. Es gibt Magievideos, es gibt Familienvideos, es gibt so viele einzelne zu verschiedensten Chips, also Leuten, die zusammen sind. Allgemein zu Familien ist, ich liebe diese Serie einfach. Mein Lieblingscharakter übrigens, das Regina. Nach ihr habe ich auch eines meiner Pferde in SSO benannt. Das war zu dem unveröffentlichten Video, also Pferdekauf-Video. Das war das Halloween-Pferd. Ist nach ihr benannt. Auf jeden Fall kommen deswegen auch ziemlich viele Edits, die ich machen werde, über CapCut, falls jemand wissen möchte. Und die werde ich dann auch hier hochladen. Also es wird jetzt einen kleinen Umschwung auf diesem Account geben, einfach weil mich auch schon die ganze Zeit SSO nicht mehr so wirklich interessiert hat. Ich war zwar trotzdem noch immer interessiert am Klettern und an den Quests, aber halt nicht mehr so, wie es mal war letztes Jahr. Da war ich ja komplett besessen von SSO und habe auch zum Teil jeden zweiten oder dritten Tag ein Video gemacht. Und das wird jetzt einfach nicht mehr so krass sein, weil ich muss erstmal schauen, ob ich überhaupt irgendwann mal wieder in SSO reinkomme. Aber bis dahin wird es halt School of Dragons Videos und Once Upon a Time Videos geben. Sämtliche Arten. Welche, die ich gemacht habe, also die schon auf Instagram sind oder die ich noch machen werde.
Zusätzlich werde ich vielleicht auch mal, weil es im deutschen Raum jetzt nicht so gibt, weil die Serie ist eher im englischen Raum bekannt. Also es gibt sogar ein Once Upon a Time Day, also ein Once Upon a Time Tag in Kanada und in den USA. Also da ist sie wirklich sehr bekannt. In Deutschland leider nicht. Auf jeden Fall werde ich auch verschiedenste Erklärungsvideos zu manchen Sachen machen. Ich muss mal gucken, ob ich das mache, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Und zu diesen zwei wird es auch mehrere Videos geben, zu Emma und Regina, meinem Lieblingsship. Leider nicht wahr geworden, aber ich liebe sie trotzdem noch. Und ich habe definitiv nicht vor, diesen Kanal sterben zu lassen, auch wenn es in den letzten 5 Monaten vielleicht danach aussah. Ach so, und Werbia Cats Videos kommen auch. Die kommen auch noch. Und die hätte ich jetzt beinahe vergessen gehabt. Wir sind übrigens beim nächsten Video, was mein Lieblingsvideo ist. Also das war eines der ersten Videos, die ich gesehen habe. Und es ist zu meinen zwei Lieblingscharakteren Emma, die Blondine, und Regina, die Brünette. Und es ist mein absolutes Lieblingsvideo. Es ist das Hintergrundvideo von meinem Handy. Also ich sehe es jedes Mal, wenn ich mein Handy anmache. Und es wird vielleicht auch noch mal ein Video kommen zu dem Star Stable Buch, weil das habe ich mir vor 7, 6 Monaten gekauft. Irgendwann letztes Jahr. Und das werde ich auch mal irgendwann lesen, wenn ich dazu komme. Und ich werde auf jeden Fall eine Review geben, sowie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel. Und es gibt auch ein Buch jetzt, natürlich, eins davon habe ich, das heißt Regina's Rising, also zu ihr. Das ist auf Englisch. Und wenn ich Regina's Rising lese, werde ich auf jeden Fall auch ein Review dazu machen. Und ich bin zurzeit komplett nur am Editieren, mit Freunden schreiben und Fanfictions lesen, weil ganz ehrlich, es gibt so viele Fanfictions, also Geschichten im Internet zu Once Upon a Time, vor allen Dingen zu den zwei. Ich liebe es auf fanfiction.net, auf Archive on Your Own, auch auf Wattpad. Ich schreibe selber eine. Und Grüße gehen raus und ich teile dir, ich liebe es, mit dir zu brainstormen. Auf jeden Fall schreibe ich auch selber eine. Die kann ich gerne mal in den Kommentaren verlinken. Ich bin nun erst beim zweiten Kapitel, habe aber schon 30.000 Wörter vorgeschrieben. Da wird es auch mal bald weitergehen. Und ja, das war's so mit dem Umschwung des Accounts. Es war mir besonders wichtig, das zu erklären, weil ich kann ver absolut verstehen bei jedem, der Star Stable trotzdem noch weiterspielt, trotz dieser ganzen Sache mit dem Anti-Cheat-Bot und so, weil es ist ein wunderbares Spiel. Ich liebe meine Pferde und es wäre auch echt schade, wenn ich es nicht mehr spielen könnte, aber ich möchte es halt wirklich einfach nicht auf meinem Laptop haben. Und ja, ich wollte euch unbedingt erklären, warum ich mich dazu entschieden habe, diesen Account ein bisschen zu ändern. Ich hatte das Video schon vor längerer Zeit geplant, euch eh zu sagen, dass ich jetzt Once Upon a Time Videos auch machen werde. Und ja, Star Stable hat mir die Entscheidung nur noch ein bisschen erleichtert. Weil, ja, ich habe schon öfters gesagt, ich werde es mir nicht runterladen, solange man diesen Anti-Cheat-Bot auf dem Laptop haben muss. Und ja, deswegen der Umschwung jetzt zu hauptsächlich School of Dragons, Barrier Cats und Once Upon a Time Videos und halt irgendwann hoffentlich wieder Star Stable Videos. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr könnt das ein bisschen verstehen. Ich möchte diesen Account auf keinen Fall irgendwie sterben lassen oder so. Ich möchte ihn schon weitermachen, da ich auch eine verdammt schöne Zeit schon hier drauf hatte mit SSO. Und hoffentlich wird irgendwann mal wieder die Möglichkeit bestehen, das auf dem Laptop zu spielen, ohne diesen Anti-Cheat-Bot. Aber wir werden sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.